Recht herzlich willkommen zur 283. Folge von City Skylines. Ja, ich habe jetzt das Spiel ein paar Mal laden. Es hatte irgendwie nicht funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da irgendwie auf dem Bug laufen oder irgendwie sowas. Ich habe dann ein Spiel mal gerade neu gestartet, um zu gucken, ob das funktioniert. Das hat getan und danach habe ich diesen Spielstand geladen und der ging dann auch wieder. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwo in irgendeine Bredouille kommen demnächst, wo wir irgendwelche Probleme haben. So, wir sind aber momentan hier am Laufen und ja, müssen mal schauen, was wir hier tun können, wenn wir diesen Verkehr doch noch geregelt kriegen. Also momentan gefällt mir das überhaupt nicht, dass was Sache hier ist. Und mir fällt gerade so ein, dass der Pumuckl mir geschrieben hatte mit dem Spawn und Despawn der Fahrzeuge mitten auf der Straße könnte daran liegen, dass es ein Gebäude, ein einzigartiges Gebäude daneben gibt und dass dieses Gebäude das Problem ist. Ja, das ist nicht gut. Wo war denn das überhaupt hier? War das hier irgendwo? Nee, diese Straße ist das nicht. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen. Wir wollen ja erstmal diese Kreuzung hier, beziehungsweise diesen Roundabout, Kreisverkehr hier, den wollen wir eigentlich mal loswerden. Ne? Der ist ja sicherlich sehr schön groß, aber wir kommen mit unseren Fahrzeugen irgendwie da nicht weiter, weil das geht da drauf und das stockt immer. So, was bedeutet das? Das bedeutet, ich würde erstmal zusehen, dass diese Straßen hier irgendwie da dran kommen und fahren und funktionieren. Warte mal, was können wir noch tun? Ich hatte jetzt letztens, ach so, ich habe noch was gemacht mit den Einstellungen hier. Oh, hier stehen jetzt gar keine Autos mehr, oder wie sehe ich das? Diese Straße ist leer. Wappenstraße. Keiner fährt mehr über die Wappenstraße, alle fahren jetzt hier rechts. Sehr interessant. Das bedeutet mal gerade, dass ich den Bagger raushole und das hier abreißen möchte. Weil die Straße geht ja jetzt doch da lang. Aber eigentlich möchte ich ja, dass diese Straße da drauf führt. Reiß das mal weg hier und das auch. Ich möchte ja, dass diese Straße, die hier kommt, Hauptverkehrsstraße ist und hier eigentlich ankommt. Hm. Wie funktioniert das? Gute Frage, ne? So, das heißt, mach das mal gerade weg, bevor da einer baut. Da haben wir schon das Problem. Was haben wir denn für Kreisverkehre hier? Lass uns die mal erstmal angucken. Also der hier ist, der ist schon mal größer. Der wäre kleiner und ist der wahrscheinlich sogar. Und dieser wäre noch größer. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir müssten mal den großen bauen, ne? Kleeblattkreuzung. Ich glaube, wir reißen da mal ganz viel ab und setzen die hier hin. Das wird nicht schön, aber selten. Aber irgendwann muss man anfangen, ne? Oder wie war das? Gut, aber möchten die fortfahren? Ja. Ich möchte fortfahren. Ich möchte es ganz abreißen. Ja. Ja. So, das ist schon mal alles weg. Das machen wir ein Stück mehr weg. Das ist ein Gebäude, leert sich. Kann ich nicht abreißen. Jetzt müssen wir mal gucken. Machen wir den Bagger aus. Okay, das ist noch nicht groß genug. Das bedeutet, Bagger wieder an. Und hier noch mehr Straße abreißen. Das machen wir jetzt ganz weg und fertig. Und das kommt alles weg. So, nochmal den.
noch zu groß. Gut, nochmal Bagger an. Diese Bushaltestelle ist jetzt natürlich da noch am Weg. Ja, schmeiß es weg. Ja, ja. Ja, müssen wir verschieben, ne? Nein, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte es wieder ausmachen, möchte das anpacken. Und es kann erst verschoben werden, wenn es geleert ist. Sehr schön, ne? Gut. Das ist jetzt weg. Das ist da auch weg. Ist da auch weg erstmal. Die haben alle keinen Anschluss. Das bedeutet auch, dass wir gerade den Bagger nehmen und das wegreißen, oder? Und wir müssen eine Etage höher. Ne, das ist jetzt hier der Dingens an. Okay. Nochmal den Bagger raus. Ja, weg. Ja, weg. Ja, weg. Weg. Weg, weg. Was ist das jetzt hier für eine Straße? Weg, weg. Jetzt passt es erstmal, oder? So. Jetzt da, dort. Da wäre schön, wenn es so hingeht. Das bedeutet noch ein paar Windräder weg und da rechts noch was weg. Ja. 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 Der Park auch weg. Gut. Das weg. Da haben wir den Roundabout wieder. Und das Windrad muss noch weg. Ja, und hier muss auch noch was weg. So, und jetzt nochmal. Aha, da war schon was am Blitzen. Und dann geht da was. So. Und dann muss das weg, brauche ich nicht mehr. Dann müssen wir mal gucken. Das sind dreispurige Straßen, die da dran müssen. Teile Autobahn, also Autobahn ist hier richtig. Da. So, das ist schon mal angeschlossen. So, und jetzt hier müssen wir was machen. Und da müssen wir was machen. Das bedeutet, wir müssen mehr abreißen noch. Die Straße muss weg. Die Straße kann weg. Weg. Lassen wir so. Und hier ist es so, dass wir dann, da haben wir eine Bushaltestelle. Das bedeutet das. Machen wir so geschwungen erstmal. Und das. Da dran. So, damit haben wir das dort angeschlossen, ne? Nicht schön, aber selten. So, das gleiche passiert jetzt irgendwie hier.
an diese große Straße, die dort kommt. Das passt auch. Die Seite ist angeschlossen, die Seite ist angeschlossen. Jetzt müssen wir hier nach dort, oder wie sehe ich das? Krankenhaus, was da angeschlossen ist, ne? Dann muss das Krankenhaus noch weichen. Zack, weg. Und dann kommt da eine ordentliche Autobahnauffahrt hin. Passt. So, jetzt haben wir da angeschlossen, da. Alles ist angeschlossen hier in diesem neuen Bereich. Nicht schön, aber selten. Da brennt es gerade. Und jetzt fährt hier der Verkehr, oder? Alles im grünen Bereich. Die flitzen da drauf. Und die ganze Chose wird schon mal angefahren. Straße hört da auf und geht dann da lang. Sehr interessante Lösung. Aber das ist auch so. Gut. Hier ist schon das erste Problem. Warum ist da eine Kreuzung? Das ist die erste Frage, ne? Eigentlich braucht da keine Kreuzung sein. Was ist das für eine Vorfahrtsregelung? Alle haben Vorfahrt. Ganz einfach, oder? Stehen sie schon da auf der Straße und fahren nicht mehr. Wer sagt hier anhalten? Das ist die Frage, ne? Hier müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo die Fahrzeugbeschränkungen. Das ist okay, das ist nicht das, was ich wollte. Kreuzungsbeschränkung. Aha, die dürfen da nicht. Was heißt denn das? Spur wechseln? Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber wir machen es mal. Okay, das will ich nicht. Hier soll keiner drehen. Aber das funktioniert. Und warum will der jetzt hier links abbiegen? Okay. Läuft natürlich schon mal ganz schlecht jetzt hier. Ich weiß auch wiederum nicht, warum hier angehalten wird. Was macht dieser Typ da auf der Fahrbahn, ey? Das ist nicht wahr, oder? Gibt's hier eine Bushaltestelle, die da irgendwas mit zu tun hat? Nein. Dieser Typ da, der ist das Problem. Und ich weiß nicht, was der da steht. Das ist das Schlimme. Mann, hier gibt's nichts, wo du was zu suchen hast. Mann. Hier war das mit den Fußwegen und so, ne?
Jetzt ist er weg. Jetzt können wir das dann wieder abreißen, vielleicht. So, jetzt läuft's hier. Ist dann noch wieder so eine chaotische Situation. Warum fahren die da nicht einfach weiter? Okay, jetzt geht's aber wohl. Okay. Zurzeit sieht's gut aus, oder? Lass uns mal hier anmachen. Dann sehen wir, dass es einigermaßen vernünftig läuft. Gebäude ist nicht leer. Die brauchen jetzt irgendwo eine Straße. Da ist die Kriminalität jetzt hoch, oder was ist da jetzt? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Ja, im Friedhof gehört das zum Gesundheitswesen, ist klar. Warte mal, das... Ich würde mal sagen, den Bürgersteig, den Fußweg, den reißen wir mal weg. Wir brauchen eine richtige Straße da. So, hier geht's jetzt weiter. Da ist eine große Straße, die angeschlossen ist. Geht die Straße da irgendwo zu Ende? Ja. Dann machen wir das so. Und da gibt es kein Ende dann. Dann passt das erstmal so, ne? Okay, diese Straße funktioniert. Mit Parkplatz, alles ist gut. So. Ah, wir müssen da noch die Bushaltestelle entfernen. Aber jetzt ist erstmal alles soweit gut, oder? Da sind keine weiteren Bushaltestellen, die entfernt werden müssen. Ich glaube, passt noch soweit. Gut, okay. Es gibt sogar eine Linie, die da durchführt. Was haben die hier für ein Problem? Gebäude ist abgeschaltet. Eine Arztpraxis machen wir doch mal an. Dann freuen die sich doch erstmal hier alle. Das machen wir auch noch an. Alles ist gut, denkst du. So, da haben wir noch Strom liegen. Kriminalität ist jetzt hier gegeben. Das bedeutet, wir müssen da irgendwie was mit Polizei machen. Polizeiwache. Machen wir jetzt hier hin. Die freuen sich alle. Ist es sicherer geworden? Sieht jetzt nicht so aus, dass das hier sicherer geworden ist, ne? Da ist noch eine Bushaltestelle, die wir noch anzapfen müssen. Gut, dann mach das mal aus, mach das an und nimm die weg. Ja, freuen tun die sich darüber nicht, ist klar. So, da war jetzt auch noch eine Linie. Mach die weg. Hier sind auch so viele deaktivierte Sachen noch. Zack, die Arztpraxis hoch. Friedhof hoch. Noch eine Arztpraxis machen wir auch gerade hoch. So, hier ist noch ganz viel Böses.
Der ist angeschlossen und auch zufriedenstellend jetzt. Aber der da, der hat noch Kriminalität zu hoch. Komisch. Grabschänder sind da unterwegs, ne? Der läuft. Ja, diese Straße funktioniert jetzt erst, ne? Wie sieht's hier aus mit der Farbe? Ach, hier unten geht's jetzt nicht weiter, weil hier irgendwas schief läuft. Wie ist die Straße da geregelt? So vielleicht? Ja, die stauen sich bis dahin zurück. War hier? Nee, ne, oder? Nee, war da nicht. Also die hier unten fahren jetzt erstmal schneller durch. Das löst sich jetzt hier gerade auch auf. Und wenn diese ja hier weg sind, dann müssten die doch da auch schneller fahren können jetzt gleich, oder? Also, jetzt gibt es einen Rückstau nach da. Warte mal, da haben wir doch hier diese Dingens gemacht. Ne, das war schon richtig. Hier so komische Sachen gemacht, die vielleicht nicht so ganz passend sind. Das nehmen wir noch da weg. Den nach da nehmen wir mal weg. Und der da hinfährt, den nehmen wir auch jetzt weg. So. Ne, den nehmen wir weg. Die können da lang. Der ist klar. Wer hier auf der linken Spur ist, der hat da nichts rechts zu fahren, oder? Gut, können wir so lassen, denke ich. Hier ist der Rückstau noch riesengroß. Die kommen hier aus dem Kreuz. Oder Dreieck vielmehr, nicht Kreuz, und kommen von da. Was haben die da für ein Problem? Geringer Bodenrechtwert. Ein super Biomarkt. Tja. Also hier löst sich das jetzt so ein bisschen auf, denke ich. Hier ist jetzt keiner mehr, ne? Die können da jetzt durchfahren. Hier ist klar, dass es sich ein bisschen staut, weil die da runterfahren. Ah, da ist jetzt hier noch diese Kreuzung ein Problem, ne? Wie ist denn die geregelt? Gar nicht, okay. Also die können schon mal Vorfahrt werden und die auch. Dann könnten die durchfahren, wenn es denn so klappt. Hier sieht's top noch aus und dann hört's auf. Und hier staut sich's dann zurück, oder? Ja, und kein Mensch weiß, wo das Problem liegt. Doch bis hier hinten und da hört's auf. Wo wollen die denn da alle hin? Hier ist okay noch. Das kann so bleiben. Obwohl es auch schlecht läuft, ne? Diese Straße von da, ja, die geht darüber. Schwierig. Ja, die kommen darüber und fahren. Von da, da.
Das bedeutet, hier fehlt eine Abfahrt, oder? Die können wir aber schnell einrichten, denke ich. Würde ich jetzt mal machen wollen. Was ist das für eine Straße? Eine Brücke. Da geht's nicht. Dann muss es hier irgendwo gehen noch. Na komm, mach sie hier raus so. Passt's jetzt. So, jetzt bin ich gespannt, ob sich hier was ändert. Machen wir das an. Okay, der Rückstau ist sowieso schon kleiner geworden. Und die, die den Bogen jetzt hier lang fahren, die können eigentlich hier lang fahren, ne? Ja, wir hätten da rauskommen sollen. Jetzt ist die Frage, wann wird diese Strecke hier angenommen, ne? Wird die überhaupt angenommen? Ich denke schon, oder? Wofür ist die Straße hier eigentlich? Ach so, weil da drunter einer hergeht, okay. Ich sehe noch nicht den Weg da runter. Doch, da fährt jetzt ein LKW. Der erste LKW, der da gerade gefahren ist. Die von hier oben, die fahren da schon lang. Die haben es schon verstanden. Aber die anderen, die hier lang fahren, hier lang und da lang und da lang und dann da lang und da lang, die kommen da nicht hin. Ja, schwieriges Ding, denke ich mal. Müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Kriegen wir die Tiltrate zu hoch, da ist auch was schief im Laufen. Zack, machen wir so. Gucken wir mal, wie das wird. Gut, und hier, ach, jetzt guck mal, jetzt stehen sie da Schlange. Jetzt geht's los. Jetzt fahren sie nicht mehr hier oben lang wahrscheinlich, sondern da unten. Jetzt wird's dann schwierig mit dem, was da passiert. Hier ist uns schon ein Rückstau. Das eine Problem lösen wir gerade, während wir das andere uns geschaffen haben. Hätten wir die Ausfahrt hier unten machen müssen. Kompliziert, ne? Ja, hier ist jetzt doof, das sieht man, ne? Routen waren gefragt. Ja, da sieht man unser Problem, was wir haben. Tausende von Autos werden da noch runterfahren wollen. Ja, das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Also schon, weil diese Strecke, die hier jetzt lang ist, langsam entlastet werden könnte. Hier sieht es auf jeden Fall schon so aus, dass es hier eine Entlastung stattgefunden hat.
Aber diese Entlastung finden wir jetzt hier wieder. Da müssen wir mal gucken, wie wir das noch in den Griff kriegen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge erstmal an, denke ich. Hier staut sich jetzt da zurück. Das ist auch nicht gut. Müssen wir gucken. Die wollen wahrscheinlich da auch runter, ne? Weil der LKW, der steht da jetzt. Oder der Bus vielmehr. Der weiß wahrscheinlich sowieso nicht, wo er hin soll. Ja, wie gesagt, müssen wir in der nächsten Folge weiter hier gucken, dass wir das hinkriegen. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Kommentare, herzlich willkommen. Schreibt was rein. Kann ich es lesen? Kann ich antworten? Und teilt das Video da, wo ihr andere meint, die auch sowas gucken wollen. Alles klar, bis dann. Tschüss.